Steig ein, start frei, wir sausen durch die Zeit. Komm mit, bye bye, in die Vergangenheit. Was längst vergessen ist, das kannst du jetzt mit eigenen Augen sehen. Denn auch vor vielen hundert Jahren war die Welt schon wunderschön. Schnall dich an, starr frei, wir sausen durch die Zeit. Die Post geht ab in die Vergangenheit. Auf los, geht's los in die Vergangenheit. Auf los, geht's los in die Vergangenheit. Mark wachte plötzlich auf, ohne sich den Grund dafür erklären zu können. Schlaftrunken versuchte er, sich an das zu erinnern, was er gerade geträumt hatte. Aber es gelang ihm nicht. Als er die Augen aufschlug, konnte er ganz deutlich das Bild des jungen Mozart erkennen, das neben seinem Bett an der Wand hing. So hell schien der Vollmond durchs offene Fenster. Da, was war das für ein Geräusch? Mark hielt erschrocken den Atem an. Er war jetzt hellwach. Vorsichtig drehte er seinen Kopf zum Fenster. Und da, fast blieb sein Herz stehen, auf der Fensterbank kauerte unbeweglich eine Gestalt. Mark war von dem grellen, unwirklichen Mondlicht geblendet. Wer war das? Mark legte schützend die Hand über seine Augen, um besser sehen zu können. Es war ein Junge, der regungslos zu ihm herüberstarrte. Beide sahen sich an, ohne etwas zu sagen, bis Mark versuchte, seine Furcht zu bezwingen und den Fremden einfach ansprach. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Was hast du hier zu suchen? Psst, sei leise, damit uns niemand hört. Bist du ein Einbrecher? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin kein Einbrecher. Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Was machst du denn hier auf der Fensterbank, mitten in der Nacht? Ich sitze ziemlich in der Klemme. Mark musterte den Fremden von oben bis unten. Der Junge schien in seinem Alter zu sein. Vielleicht war er auch etwas älter als 12. Er hatte dunkles Haar und sehr große grüne Augen, die einen seltsamen Ausdruck hatten. Mark selbst war blond. Er hatte blaue Augen und viele Sommersprossen im Gesicht, weswegen ihn seine Schwester Judy immer neckte. Je länger Mark den fremden Jungen betrachtete, desto besser gefiel er ihm. Seine Angst war auf einmal wie weggeblasen. Wie heißt du? Ron. Ich heiße Mark. Woher kommst du? Ich habe dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Das konntest du auch nicht. Ich komme aus einer Stadt, die es im Augenblick noch nicht gibt. Sag mal, spinnst du? Du kommst aus einer Stadt, die es im Augenblick noch gar nicht gibt? Ja, es wird schwer für mich sein, dir alles zu erklären. Und schwer für dich, mir zu glauben. Aber ich muss es versuchen, denn ich brauche Hilfe. Warum kommst du ausgerechnet zu mir, wenn du Hilfe brauchst? Du kennst mich doch gar nicht. Ich habe dich beobachtet. Auf deinem Nachttisch liegt ein Buch über Raumfahrt. Ich dachte mir, jemand, der sich für so etwas interessiert, wird vielleicht Verständnis für meine Lage haben und mir helfen. Wie kann denn ausgerechnet ich dir helfen? Na nun, schieß doch endlich los und sag mir, woher du wirklich kommst. Ich komme aus der Zukunft. Ich lebe in Wirklichkeit 320 Jahre nach dir. Ich bin mit einer Zeitmaschine aus der Zukunft gekommen. Hör auf, mich zu verkohlen. Es ist die Wahrheit. Du musst mir glauben. Eine Zeitmaschine? Was ist das? Mein Vater ist Wissenschaftler. Er hat diese Maschine erfunden. Man kann damit in die Vergangenheit reisen, um sie zu erforschen. Warum denn? Nicht alles, was in den Geschichtsbüchern steht, entspricht immer der Wahrheit. Mit einer Zeitmaschine können wir Nachforschungen anstellen, wie alles wirklich war. Oder nach versunkenen Kontinenten suchen, wie zum Beispiel nach dem sagenhaften Atlantis. Das ist toll. Willst du damit sagen, dass man mit dieser Zeitmaschine überall hinfliegen kann? In jedes Land und in jede Zeit? Ja, das kann man. Die Zeitmaschine wird von einem Computer gesteuert, den man vorher mit Daten füttern muss. Die Zeitmaschine wird von einem Computer gesteuert?
Und mit welchen Daten wird er gefüttert? Also wenn ich, sagen wir mal, dieses sagenhafte Atlantis besuchen will, muss ich die Jahreszahl und die geografischen Maße von Atlantis dem Computer eingeben. Und dann kann ich dahin fliegen. Das ist ja fantastisch. Sag, könntest du mich dahin mitnehmen? Klar könnte ich dich mitnehmen. Weißt du denn, wann es diese Stadt gegeben hat und wo sie versunken ist? Nein, das weiß ich nicht. Niemand weiß das. Ich weiß es auch nicht. Auch wir haben Atlantis noch nicht wiederentdeckt. Dann können wir also nicht hinfliegen. Würdest du mich woanders hin mitnehmen? Wohin du willst, wenn du mir hilfst. Natürlich helfe ich dir, wenn ich kann. Aber zuerst musst du mir die Zeitmaschine zeigen. Sonst fällt es mir schwer, dir zu glauben. Wo ist sie denn überhaupt? Im Garten. Im Garten? Wo denn? Zieh dich an, Mark, und komm mit. Ich werde sie dir zeigen. Das ließ sich Mark nicht zweimal sagen. Wie ein Blitz war er aus dem Bett und in seinen Kleidern. Vorsichtig, damit keiner sie hörte, kletterten die beiden Jungen aus dem Fenster in den Garten und liefen über das taufeuchte Gras auf die Rhododendronbüsche zu. Der Mond tauchte alles in sein helles Licht, aber so sehr Mark seine Augen auch anstrengte, er konnte nichts sehen, was wie eine Zeitmaschine oder so etwas Ähnliches aussah. Ich sehe nichts. Wo ist deine Maschine? Du bist ein Schwindler, Ron. Psst, sei leise. Ich habe sie unsichtbar gemacht. Unsichtbar gemacht? Wie denn? Ich habe sie in einer anderen Dimension geparkt. Ich konnte sie doch nicht einfach so herumstehen lassen. Ach so, verstehe. Damit sie niemand sieht. Richtig, Mark. Damit sie niemand sieht. Und du kannst sie jederzeit wieder sichtbar machen? Na klar. Sag mal, kann uns hier jemand beobachten? Nein. Meine Eltern sind früh zu Bett gegangen und außerdem liegen ihre Fenster auf der anderen Seite des Hauses. Und meine Schwester ist mit ihrem Freund ausgegangen. Gut. Siehst du das Ding, das ich hier in der Hand habe? Ja. Was ist das? Das ist ein Mutant. Ein Mutant? Das ist so eine Art Fernbedienung. Wie ihr sie auch habt, um den Fernseher zu bedienen. Hier, sieh es dir genau an. Tatsächlich. Es sieht so ähnlich aus wie eine Fernbedienung. Und jetzt pass auf. Es geht ganz schnell. Mark riss angestrengt die Augen auf. Es sah aus, als ob Ron auf etwas zielte und dann abdrückte. Plötzlich flammte ein Bild auf. Oder eigentlich kein Bild. Es war etwas Wirkliches, das da hell leuchtend unter den Bäumen stand. Es schimmerte wie Metall, silbrig weiß. Es hatte die Größe eines kleinen Flugzeuges, aber es war rund, rund wie eine Scheibe, eine dicke Scheibe mit Fenstern. Das ganze Ding schien zu leuchten. Es stand auf Beinen, die an Stelzen erinnerten, und hatte am Bauch etwas, das wie eine Einstiegluke aussah. Diese war geöffnet und aus dem Inneren der Scheibe drang abwechselnd rotes und grünes Licht, so als ob sie atmete. Da! Plötzlich war alles wieder verschwunden. Mark kniff sich in den Arm, um festzustellen, ob er das Ganze nicht nur geträumt hatte. Hast du gesehen? Ja. Es sieht aus wie ein UFO. Wie eine fliegende Untertasse. Wie sieht es aus? Wie eine fliegende Untertasse. So nennen wir die unbekannten Flugobjekte, die es angeblich nicht gibt und die trotzdem irgendwelche Leute gesehen haben wollen. Glaubst du mir jetzt? Und? Wirst du mir nun helfen? Klar doch. Wie denn? Zuerst einmal, ich habe schrecklichen Hunger. Oh, dagegen kann ich was tun. Ich habe nämlich eine Schokoladentorte im Eisschrank. Es ist noch eine ganze Menge davon da, weil niemand außer mir davon gegessen hat. Es ist meine Geburtstagstorte. Du hast Geburtstag? Ja, das heißt, ich hatte. Der Tag ist ja schon fast vorbei. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch. Danke. Komm, wir laufen zurück in mein Zimmer. Ich hole dir die Torte. Die beiden Jungen rannten über die Wiese und kletterten ebenso leise, wie sie herausgekommen waren, durch das Fenster in Marks Zimmer. Mark schlich auf Zehenspitzen in die Küche. Behutsam öffnete er den Eisschrank, nahm seine Schokoladentorte heraus und wickelte sie in Klarsichtfolie. Er kehrte in sein Zimmer zurück und verschloss die Tür von innen. So, hier ist sie. Setz dich und greif zu. Na nun, setz dich doch. Iss so viel du willst. Ron stürzte sich mit einem wahren Heißhunger auf die Torte. Nachdem er das dritte Stück verdrückt hatte, lehnte er sich aufseufzend zurück. Ach, vielen Dank. Es hat fabelhaft geschmeckt. Das freut mich. Darf ich dich was fragen? Natürlich. Wie ist es möglich, dass du mit einer technisch so vollkommenen Maschine unterwegs bist und trotzdem Hunger hast? Die Frage ist durchaus berechtigt. Ich sagte dir doch schon, dass ich in der Klemme sitze und Hilfe brauche. Dazu gehört auch, dass ich nichts zu essen mit hatte. Ich wollte doch nur einen ganz kurzen Ausflug ins Benzinzeitalter machen. Ins Benzinzeitalter? So nennen wir die Zeit, in der du lebst. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich diese Panne haben würde. Du hast eine Panne? Was ist denn passiert? Ich kann nicht mehr zurück.
Was soll das heißen? Du kannst nicht mehr zurück. Genau das, was ich sage. Ich kann mit meiner Maschine nicht mehr in die Zukunft zurück. Ich kann nur immer weiter in die Vergangenheit fliegen. Irgendwas ist mit dem verdammten Ding passiert. Das ist also die Klemme, in der du dich befindest. Aber wenn du nicht mehr zurück kannst, wird man dich doch vermissen. Man wird dich suchen. Wo soll man mich denn suchen? Ich habe doch niemandem gesagt, wo ich hin wollte. Man kann doch nicht die ganze Vergangenheit nach mir absuchen. Ich verstehe. Und du weißt doch nicht, was deiner Maschine fehlt. Doch, das weiß ich zum Glück genau. Ach, aber dann ist doch alles in Ordnung. Das ist es leider nicht. Denn was ich brauche, um die Panne zu beheben, habe ich leider auch nicht mit dabei. Was ist es denn? Du sagtest doch, dass ich dir vielleicht helfen kann. Ich brauche Quecksilber. Kannst du mir welches beschaffen? Quecksilber? Wo soll ich jetzt mitten in der Nacht Quecksilber hernehmen? Und morgen ist Sonntag, da sind alle Geschäfte zu. Man kann es also auch nicht kaufen. Das ist schrecklich. Was mache ich bloß? Ich muss unbedingt Quecksilber haben. Nicht viel, nur eine winzige Menge. Weißt du das ganz genau? Ganz genau. Ich war einmal mit meinem Vater unterwegs. Wir haben beim Bau der Pyramiden zugesehen. Und dabei hatten wir so eine ähnliche Panne. Da hat mein Vater aus einem Reservebehälter Quecksilber in ein Röhrchen gefüllt. Danach war der Schaden behoben und die Maschine funktionierte wieder einwandfrei. Verstehst du? Es war nur eine winzige Menge Quecksilber, die er dazu benötigte. Ich verstehe. Ich würde dir so gern helfen, Ron. Aber ich habe wirklich kein Quecksilber. Doch, halt! Du sagst, dass du nur eine ganz winzige Menge brauchst. Ja, höchstens ein, zwei Tropfen. Ich habe ein altes Fieberthermometer in der Schublade hier. Es ist zwar kaputt, aber das Quecksilber ist noch drin. Das schenke ich dir. Danke. Vielen Dank. Oh, Mark, nun ist alles gut. Gern geschehen, Ron. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Nimmst du mich jetzt ein Stück mit? Ja, gerne. Ich darf dich leider nicht ohne weiteres mit in die Zukunft nehmen. Dazu müsste ich eine Erlaubnis haben. Aber wir können einen Ausflug in die Vergangenheit machen. Wir können jemanden treffen, den du gerne persönlich kennengelernt hättest. Wirklich? Lass uns was ganz Tolles machen. Wir könnten zum Beispiel die heilige Johanna befreien und vor dem Scheiterhaufen retten. Na, das geht nicht. Warum nicht? Wir zwei schaffen es bestimmt. Es ist verboten. Es ist streng verboten, in die Geschichte einzugreifen. Warum ist das verboten? Jede neue Erfindung zieht Gesetze nach sich. Also auch die Erfindung der Zeitmaschine. Sie kann zur Erforschung der Vergangenheit eingesetzt werden, aber niemand darf in den Gang der Geschichte eingreifen. Alles käme aus dem Gleichgewicht und die Folgen wären katastrophal. Verstehst du, Mark? Wir können die heilige Johanna nicht befreien. Such dir etwas anderes aus. Vielleicht möchtest du jemand sehen, den du sehr bewunderst. Mozart. Mozart ist mein Lieblingskomponist. Also gut, Mozart. Komisch. Eigentlich habe ich gedacht, du würdest einen berühmten Staatsmann sehen wollen. Einen König, einen Feldherrn oder einen Helden. Napoleon zum Beispiel. Richard Löwenherz oder Buffalo Bill. Ich möchte Mozart kennenlernen. Auf meinem neuen Kassettenrekorder, den ich zum Geburtstag bekommen habe, ist übrigens die Ouvertüre zur Zauberflöte drauf. Und noch ein paar Arien aus dieser Oper. Oh, wir können das Ding ja mitnehmen. Und dann würde ich gern noch König Heinrich VIII. Von England kennenlernen. Warum gerade den? Nächste Woche läuft ein alter Film über ihn im Fernsehen. Ich wüsste gerne, wie er wirklich war. Also schön, wir machen beides. Wir sehen uns Mozart und Heinrich VIII. An. Aber lass uns zuvor besprechen, was wir mitnehmen. Was sollen wir denn mitnehmen? Es hat sich herausgestellt, dass es immer ganz nützlich ist, etwas dabei zu haben, was es in den früheren Zeiten nicht gegeben hat. Was ist denn das für ein Ding, das da auf deinem Tisch liegt? Das ist meine Taschenlampe. Nimm die auch mit. Und vergiss die Geburtstagstorte nicht. Ich nehme den Kassettenrekorder. Oh, verdammt. Was ist das? Kommt da jemand? Das ist... Hey, Bruderherz. Sprichst du im Traum? Oder was ist mit dir los? Psst. Was ist? Ist was? Was ist los? Ich komm grad nach Hause und geh jetzt ins Bett. Ich hörte dich reden. Ist was mit dir los? Was ist los? Ob was mit dir los ist, habe ich gefragt. Ach, Judy, jetzt hast du mich aufgeweckt. Hau ab und lass mich schlafen. Schon gut. Schlaf weiter, Bruderherz. Gute Nacht. Ist sie weg? Mann, ich dachte schon, ich bin entdeckt. Keine Angst. Das war meine Schwester Judy. Die geht jetzt ins Bett. Also dann mach schon, dass wir hier wegkommen. Ich geh schon vor. Ron, der fremde Junge aus der Zukunft, ließ sich lautlos wie eine Katze aus dem Fenster in den Garten gleiten und schlich im Schatten der Büsche zu jener Stelle, wo er in wenigen Augenblicken seine Zeitmaschine sichtbar werden lassen wollte. Mark versicherte sich inzwischen, ob im Haus wirklich alles ruhig war. Dann nahm er die Taschenlampe und die Torte und kletterte ebenfalls aus dem Fenster.
Wo aber war Ron? Ron war nirgends zu sehen. Sollte er etwa abgehauen sein, jetzt wo er alles hatte, was er brauchte? War alles nur ein Traum gewesen? Ron! Ron, wo bist du? Hier, hinter den Büschen. Ich hatte schon Angst, du wärst gar nicht da. Quatsch, natürlich bin ich da. Wir sind doch Freunde, oder? So, ich mache jetzt die Zeitmaschine sichtbar. Es geht los. Gib mir die Sachen und beeil dich. Es ist immer gefährlich, wenn die Maschine zu lange sichtbar ist. Wieso gefährlich? Ist doch klar. Man könnte doch von irgendwem beobachtet werden. Je schneller alles geht, wenn die Maschine startklar ist, desto geringer ist die Möglichkeit, dass man uns sieht. Los, mach schon, ich will auch noch rein. So, unser Abenteuer kann beginnen. Zuerst mache ich uns unsichtbar. Unsichtbar? Wie denn? Sind wir jetzt schon unsichtbar? Ja, jetzt sehen wir aus wie ein Stück Nebel. Niemand kann uns sehen. Und was machen wir nun? Öffne mal die Klappe vor dir. Diese? Genau. Nimm das Päckchen heraus, das drin liegt. Was ist das? Das ist ein Anzug, fein zusammengefaltet. Ein sogenannter Assimilator. Ein Assimilator? Ja, dieser Anzug wurde speziell für unsere Zeitreisen konstruiert. Siehst du hier oben unter meinem Kragen den großen Knopf? Den Knopf, der so metallen schimmert? Natürlich sehe ich den. Was hat der zu bedeuten? Dieser Knopf ist ein Computer. Er ist hochempfindlich und mit dem großen Computer, der die Zeitmaschine steuert, koordiniert. Wenn man diesen Knopf dreht, dann ist man automatisch in der entsprechenden Zeit nach der jeweiligen Mode gekleidet. Nicht zu reich und nicht zu arm. Einfach unauffällig. Warum denn unauffällig? Überleg doch mal. Wenn du dich unter Fremden in einer für dich fremden Zeit aufhalten würdest, um alles ungestört zu beobachten, wie würdest du dich verhalten? Was meinst du damit, wie ich mich verhalten würde? Naja, würdest du so herumlaufen, dass jeder gleich auf dich aufmerksam wird? Nein, ich würde mich bemühen, nicht aufzufallen. Richtig. Das ist eins der obersten Gesetze bei unseren Zeitreisen. Nicht aufzufallen. Darum bist du also so gekleidet wie ich. Ich habe mich schon darüber gewundert. Man ist nicht nur nach der jeweiligen Mode einer Zeit gekleidet. Man kann sich auch mit den Menschen des jeweiligen Landes verständigen, also ihre Sprachen sprechen. Pass auf, ich drehe jetzt den Knopf meines Assimilators nach links. Das ist toll. Du hast ja plötzlich einen silbernen Raumanzug an. Na, siehst du? Los, zieh deinen auch an. Ja, sofort. Es fühlt sich ganz leicht an. Komm, ich helfe dir, den Reißverschluss zu schließen. Passt ja ausgezeichnet. Aber dreh noch nicht an dem Knopf. Nein, nein. Seltsam. Man spürt den Anzug fast gar nicht auf der Haut. Ich komme wie ein Raumfahrer vor. Du siehst doch beinahe so aus. So, und nun setz dich hin und schnall dich an. Und nun? Was machst du nun? Die Maschine zittert. Lehn dich zurück, wir starten. Fliegen wir schon? Oh, mir wird ganz schwindelig. Lehn dich zurück, das ist gleich vorbei. Wir sind schon sehr hoch. Ist das nicht sehr gefährlich? Können wir nicht mit irgendwas zusammenstoßen, mit einem anderen Flugzeug oder so? Oh nein, wir haben ein elektromagnetisches Schutzfeld um uns, das verhindert, dass wir mit irgendwas zusammenstoßen können. Es steuert unsere Zeitmaschine automatisch um alle Hindernisse herum. Willst du nicht mal nach unten sehen? Nach unten sehen? Ja, die Einstiegluke ist durchsichtig. Ach so, da ist ja noch das Schutzschild drüber. Warte, wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, gleitet es beiseite und du kannst nach unten sehen. So, jetzt. Ah, wie hoch sind wir eigentlich? Ich sehe ganz deutlich das silberne Band der Isar und die vielen Lichter von München. Und schade, dass es dunkel ist. Ich möchte eigentlich viel mehr sehen. Was kannst du haben? Ich werde uns jetzt 12 Stunden zurückversetzen. Dann ist es ungefähr 12 Uhr mittags. Die Sonne scheint und du wirst alles viel besser sehen können. Da bin ich aber gespannt. Ich muss dich allerdings auf eins aufmerksam machen. Um 12 Stunden zurückzugehen, muss ich die Maschine in eine andere Dimension versetzen. Und wenn wir in die andere Dimension eintauchen, wirst du ein Gefühl von Kälte haben. Und alles, was du um dich herum siehst, wird seine Farbe verlieren. Das darf dich aber nicht erschrecken. Es geht schnell vorbei. Pass auf, jetzt wirst du gleich sehen, wie die Zeitmaschine funktioniert. Ich bin gespannt. Pass auf, in diesen Computer gebe ich die Zeit ein, den Ort, und nun lege ich den Hebel um. Es ist soweit. Oh, Mann. Oh Mann, mir wird ganz komisch. Ich sehe alles wie auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Und jetzt wird mir kalt. Es ist gleich vorbei, hab keine Angst. Es ist ganz ungefährlich. So, da sind wir. Alles ist wieder farbig. Und die Erde ist ganz hell und die Sonne scheint. Wo sind wir? Heute ist für uns gestern. Jetzt ist gestern Mittag. Jetzt?
Jetzt, gestern Mittag. Fantastisch. Ich sehe da unten eine Eisenbahn, ganz winzig. Und da, direkt unter uns ein Flugzeug. Es ist ein Jumbo. Wie klein er ist. Sag mal, Ron, es ist doch so, dass ich den Jumbo hier fliegen sehe, aber in Wirklichkeit ist er doch schon längst gelandet und die Menschen, die sind schon ausgestiegen. Es ist so, wie du sagst. Obwohl die Wirklichkeit für uns jetzt ist. Jetzt fliegt der Jumbo noch. Aber in einer halben Stunde wird er schon gelandet sein, während wir dann noch weiter zurück in der Vergangenheit bei Mozart sein werden. Es ist so aufregend. Es ist kaum zu fassen. Niemand würde mir das glauben. Hast du die Daten? Ja, warte mal. Als mein Vater mir heute den Kassettenrekorder schenkte, hat er mir einiges über Mozart erzählt. Und so weiß ich, dass die Zauberflöte am 30. September 1791 in Wien uraufgeführt wurde. Aha. Dann war Mozart also ganz bestimmt im September 1791 in Wien. Also lass uns den September 1791 nehmen. Am besten Mitte September. In Wien. Achtung, ich stelle den Computer ein. So. Fertig. Pass auf, Marc. Es kommt wieder das Kältegefühl. Und jetzt machst du deine erste größere Zeitreise. Bist du bereit? Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Dann also los. ...1791. Dezember, November, Oktober, September. Stopp! Sind wir da? Wir sind da. Jetzt und heute ist der 15. September 1791. Wie fühlst du dich? Nicht anders als sonst. Wieso? In Wirklichkeit bist du noch gar nicht geboren. Dafür fühle ich mich aber sehr prächtig. Und außerdem ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Wieso? Weil wir jetzt 1791 haben und ich da hier sicher bin, dass wir mit keinem Jumbo und nichts anderem, was da fliegen könnte, zusammenstoßen können. Und jetzt fliegen nur noch Vögel in der Luft. Ich hab dir doch gesagt... Was ist denn das da unten? Wo? Was? Na, der rote Punkt da unten. Der rote Punkt da? Sieht aus wie eine fliegende Apfelsine oder so. Geh mal näher ran, Ron. Moment, ich muss erstmal unsere Maschine unsichtbar machen. So, wir sind unsichtbar, aber wir können alles sehen. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Das Ding sieht aus wie ein Fesselballon mit einer Gondel dran. Unmöglich. Luftschiffe hat es damals noch nicht gegeben. Der Computer muss sich in der Zeit geirrt haben und wir sind gar nicht in Wien. Der Computer irrt sich nie. Und jetzt sind wir schon ganz dicht an dem komischen Ding. Es ist ein Fesselballon, ich sehe es ganz deutlich. Und in der Gondel steht ein Mann und schwenkt den Hut. Und unten stehen Tausende von Menschen, die winken und schreien. Das muss Wien sein. Der Computer zeigt das an. Aber ich sehe kein Riesenrad. Kein Riesenrad? Ach, das war doch 1791 noch gar nicht erfunden. Und was siehst du da hinten mit dem typischen Muster auf dem Dach? Das ist der Stephansdom. Ich erkenne ihn wieder. Ich war schon einige Male in Wien. Ich werde unsere Zeitmaschine neben dem Stephansdom parken. Der Stephansdom ist der markanteste Punkt. Und wir werden ihn immer wiederfinden. Klar. Nein, wirklich. Es ist wichtig, dass wir unsere Maschine immer so parken, dass wir sie wiederfinden. Natürlich. Weil sie immer unsichtbar sein muss. Ich verstehe. Ich gehe jetzt tiefer. Da rechts vom Haupteingang ist ein freier Platz. Und Menschen sind auch nicht zu sehen. Oder siehst du welche? Nein. Sie sind alle vor der Stadt und beobachten den Ballonfahrer. Ich möchte mal wissen, wer das ist. Der kommt in meinem Geschichtsbuch nicht vor. Achtung, wir landen. Ron hatte die Zeitmaschine genau neben dem Eingang des Stephansdoms abgesetzt. Dann drehten beide Jungen den großen Knopf an ihrem Assimilator, ihr wisst, das war ihr silberner Raumanzug, nach rechts und blitzschnell waren sie nach der damaligen Mode gekleidet. Nach der Mode des späten 18. Jahrhunderts. Beide trugen Schnallenschuhe, Strümpfe und Kniehosen und darüber einen kurzen Schoßrock mit Spitzenmanschetten. Marc in hellem Blau und Ron in Braun. Die Aufschläge an ihren Röcken waren so groß, dass Ron den Kassettenrekorder dort unterbringen konnte und Marc die Taschenlampe. Blitzschnell ließ Ron die Zeitmaschine unsichtbar werden. Und nun standen die beiden in einer fremden Zeit auf einem menschenleeren Platz und sahen sich verblüfft um. Die Straße bestand aus holprigem, aber sehr solidem Kopfsteinpflaster, das rechts und links bis zu den Häuserwänden reichte.
Wieso sind hier keine Bürgersteige? Du siehst, es gibt keine. Jetzt jedenfalls noch nicht. Pass auf, Vorsicht zur Seite! Eine Kutsche! Sie hätte mich doch glatt überfahren. Fuhr man damals tatsächlich so rücksichtslos? Du hast es ja eben gesehen. Schau mal da vorne, die Frau auf dem Hocker. Ich glaube, sie schläft. In dem eisernen Becken, das da vor ihr steht, röstet sie was. Aber was? Jetzt rieche ich es auch. Das sind heiße Esskastanien. Maroni, wie man in Österreich dazu sagt. Wir könnten die Frau wecken und sie fragen, ob sie weiß, wo Mozart zu finden ist. Eine gute Idee, komm. Hey, gute Frau, wach auf. Jesus, Maria, ja sowas. Jetzt haben mir meine Maroni verbrennt, wer ich geschlafen bin. Ist ja kein Wunder, dass man schläft, wann keiner kommt. Und warum kommt keiner? Na, weil die Deppmolle raus sind und sie den Wahnsinnigen anschauen. Welchen Wahnsinnigen? Na, den Luftschiffer, den Blanchard. Schon seid ihr denn von gestern, dass ihr davon nichts wisst? Also der Blanchard ist das. Blanchard. Ja, der Blanchard. 1785 hat er den Ärmelkanal überquert. Als erster Luftreisender. Ein Wahnsinn ist es. Und jetzt ist er in Wern und nimmt mir die Kundschaft weg. Ah, schlechtes End wird's mit dem noch nimmer. Denn die schaut sich unser Herrgott nicht lang mit an, dass einer fliehen will. Der Mensch ist doch kein Vogel. Was ist? Wollt's hasse Maroni? Nein, danke, wir haben kein Geld. Also dann ist nix. Können Sie uns vielleicht sagen, wo wir Mozart finden? Den Herrn Hofkompositeur. Im Steffel. Im Steffel? Im Stephansdom. Ach, im Stephansdom. Jetzt? Ja, freilich. Der spielt dort die Orgel, aushilfsweise. Wenn's reingeht's, könnt's ihn spülen hören. Dankeschön. Komm mit rum. Komm rein, schau nur die vielen brennenden Kerzen. Das ist das Ave Verum. Wunderschön klingt das. Verzeihen Sie, wissen Sie, wer da eben das Ave Verum gespielt hat? Bist du der Sohn von Schulmeister Steuer aus Borten? Nein, warum? Ja, weil du das Ave Verum kennst. Ich kenne es, weil es eine berühmte Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart ist. Ja, wieso kannst du sagen, das Ave Verum sei berühmt? Woher kennst du das überhaupt? Das habe ich doch erst vor kurzem geschrieben. Dann sind Sie... Sie sind Mozart, nicht wahr? Ja, das bin ich. Sie sind so blass. Fühlen Sie sich nicht wohl? Das macht das Fieber. Es macht mich schwindelig. Ich muss heim. Oh, dürfen wir Sie begleiten? Ich möchte euch nicht inkommodieren. Was hat er gesagt? Er meint, er will uns keine Unbequemlichkeiten machen. Ach so. Sollen wir vielleicht einen Arzt rufen? Nein, nein, nein. Keinen Arzt, bitte. Keinen Arzt. Dann werden wir Sie eben so begleiten. Komm, Ron. So, da ist ja die Weiburggasse. Dahinter kommt gleich die Rauensteingasse und da wohne ich. Da ist er wieder. Er verfolgt mich. Wer? Der graue Bote. Wer ist der graue Bote? Und warum verfolgt er Sie? Ich weiß es nicht. Er schaut aus wie der Tod. Ich fürchte mich vor ihm. Er hat bei mir eine Totenmesse bestellt und immer wieder fragt er, ob sie fertig ist. Ich habe Angst vor ihm. Er ist weg hier. Und er sitzt immer in dieser schwarzen Kutsche? Er sitzt immer in dieser schwarzen Kutsche. Das werden wir gleich haben. Mark, bleib hier. Du darfst doch nicht in die Geschichte eingreifen. Zu spät.
Mark war schon auf die wartende Kutsche losgegangen und hatte mit seiner Taschenlampe vor den Augen der Pferde kreisende Bewegungen gemacht. Die Pferde, die dieses nicht gewohnt waren, erschraken dermaßen, dass sie auf der Stelle mit der Kutsche durchgingen. Und zwar so wild und schnell, dass der Kutscher nicht imstande war, sie zu halten. Eigentlich ist so etwas nicht erlaubt. Aber trotzdem, das hast du gut gemacht, Mark. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich hätte diesen Menschen jetzt zum Mäusen, der wird nicht ertragen können. Na, kommt mit da ins Haus. Dort die Stirn geht's auf. Diese Treppe ist aber steil. Ja, gewöhnt sich schon dran. So, da wohne ich. Na, kommt's herein. In diesem Zimmer schreibe ich. Da, überall liegen die Notenblätter herum. Ich muss noch arbeiten, so viel arbeiten. Sie wollen jetzt arbeiten? Sie sind doch krank, Sie haben hohes Fieber. Sie müssen sich schonen. Die Zeit drängt. Es ist nicht nur das Requiem, an dem ich schreibe. Meine Oper, die Zauberflöte, muss fertig werden. Und doch, es ist alles umsonst. Der Erfolg hat mich schon lang verlassen. Oh nein, es ist nicht umsonst. Sie und Ihre Musik werden unsterblich sein. Sicher verstehen die Menschen Sie jetzt noch nicht, aber später. Ihre Zauberflöte wird ein ganz großer Erfolg. Ja, wirklich. Ihr allergrößter Erfolg. Aber woher wollt ihr denn das wissen? Ich bin so müde. Meine Kräfte sind verbraucht. Ich bin am Ende. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss die Ouvertüre noch schreiben. Die Ouvertüre zur Zauberflöte. Du, Ron, wir hatten doch den Kassettenrekorder mit. Wir könnten Ihnen seine fertige Ouvertüre vorspielen. Oder greifen wir damit in die Geschichte ein? Ich glaube nicht. Das Werk ja komponiert. Selbst wenn er die Ouvertüre noch nicht zu Papier gebracht hat, ist sie doch schon in seinem Kopf. Oder... Ach was, wir spielen sie ihm einfach vor. Prima, Ron, du bist große Klasse. Herr Mozart, ja? Würde es Sie freuen, wenn wir Ihnen jetzt schon Ihre Ouvertüre zur Zauberflöte vorspielen? Würde Ihnen das Mut machen? Ja, kannst du den Klavier spielen? Ich habe doch ein paar Notizen gemacht. Nein, Sie sollen die fertige Ouvertüre hören. Wie sie klingt, wenn ein Orchester sie spielt. Würden Sie jetzt bitte die Augen schließen? Die Augen schließen? Ah ja, gern. Ich bin müde. Pass auf, sehr müde. Jetzt. Das nicht von Anfang an. Das macht nichts. Ich glaube, Mozart schläft. Ja, aber er lächelt. Ich glaube, seine Ouvertüre gefällt ihm. Wollen wir nicht gehen? Er soll sie noch zu Ende hören. Und dann werden wir gehen. Vielleicht glaubt er, alles nur geträumt zu haben. Aber es macht ihn glücklich. Armer, kranker Mozart. Wir wissen nicht, ob Mozart sich an diese Begegnung erinnert hat. Er hat jedenfalls nie darüber gesprochen. Nun, Mark und Ron gelang es unbemerkt, in die Zeitmaschine zu klettern, und ebenso unbemerkt starteten sie aus dem Jahre 1791 in den blauen Himmel. Von oben konnten sie noch immer den Ballon des Herrn Blanchard sehen. Du hast Mozart kennengelernt. Haben sich deine Erwartungen erfüllt? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir die Begegnung mit diesem Genie ganz anders vorgestellt. Wie denn? Feierlich, erhaben, heroisch. Vielleicht auch ein wenig furchterregend. Aber wenn du etwas Furchterregendes erleben möchtest, können wir jetzt Heinrich den Achten besuchen. Und kannst du mir ein Datum für den Computer nennen? Du hast Glück. Ich erinnere mich, dass er ungefähr 1547 starb. Wir wollen ihn natürlich lebend. Zählen wir also einfach 3 Jahre zurück. Dann treffen wir ihn bestimmt. Einverstanden. Fliegen wir ins Jahr 1544. Und dann sollten wir den August wählen, weil es im Herbst in England häufig neblig und regnerisch ist. Ist gut. Ich wähle also 1, 5, 4, 4.
August und London. Ich hab wieder diese Kälte. Es ist gleich vorbei. Siehst du, es wird schon heller. Und was siehst du da unter uns? London im Mittelalter. Wie klein es noch ist. Ich glaube, es ist besser, wir fliegen etwas weiter aufs Land hinaus. Da unten, siehst du den kleinen See unter Schloss? Ja, wohnt da der König? Siehst du die Fahne auf dem Turm? Sie trägt das Wappen der Tudor-Könige. Zwei ineinander verflochtene Rosen. Also ist das ein königliches Schloss. Lass uns landen. Gut, aber wo? Vielleicht gleich neben dem großen Baum an dem See. Oh ja, das ist gut. So werden wir unsere Maschine immer wiederfinden. Halt dich fest, wir landen. Ich bin gespannt, wie unsere Kleider diesmal aussehen werden. Da brauchst du nur den Knopf an deinem Assimilator zu drehen. Nun, was glaubt ihr, wie die beiden aussahen? Sie betrachteten sich gegenseitig und grinsten von einem Ohr bis zum anderen. Beide waren wie Pagen gekleidet. Sie trugen kurze Samthosen, dazu das passende Wams und lange Strümpfe. Mark trug eine blaue Seidenkappe, der Anzug war rot, ebenso die Strümpfe. Und Ron trug einen spitzen braunen Hut mit einer langen roten Feder. Das Wams war grün, Hose und Strümpfe wieder braun. Eigentlich schade, dass es kein Foto von den beiden aus der damaligen Zeit gibt. Du siehst aus wie Robin Hood. Ja, mir wäre es lieber, ich hätte eine Ritterrüstung an. Na hör mal, bei der Hitze? Du sagst es. Ich bin ziemlich durstig. Hier ist ein Bach. Das Wasser sieht so aus, als ob man es trinken könnte. Wir könnten mit dem Rest von unserer Schokoladentorte ein Picknick machen. Ja, aber auf dem See. Wir machen ein Picknick auf dem See. Guck, hier am Ufer ist ein Boot festgemacht. Das werden wir nehmen, komm. Ein hübsches Boot. Sieh mal, da liegt sogar ein Samtkissen mit dem königlichen Wappen. Komm, steig ein. Man hat nicht alle Tage die Gelegenheit, das Boot eines Königs zu rudern. Ich mache das Boot los. Vorsicht, Hilfe! Und verdammt nochmal. Was ist denn los? Das Boot hat beim Einsteigen so gewackelt, da hätte ich beinahe das Gleichgewicht verloren. Und jetzt ist mir die Torte ins Wasser gefallen. Mist, die schöne Schokoladentorte. Guck mal, wie schnell sie untergeht. Was macht ihr denn da? Die beiden Jungen fuhren erschrocken herum. Hinter ihnen stand ein Mädchen, etwas jünger als sie selbst, das sich unbemerkt genähert hatte. Es trug ein hellgrünes, etwas verwaschenes Samtkleid und ein ebensolches Band in den langen roten Haaren. Das Gesicht war blass und zeigte noch die Spuren von Tränen. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Wir haben uns anscheinend verirrt. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein Besitz des Königs. Ist der König hier? Natürlich nicht. Der König ist nicht hier. Wo ist er denn? Ja, wisst ihr denn nicht, dass sich der König auf einem Feldzug gegen Frankreich befindet? Doch, natürlich. Wir dachten nur, er sei schon wieder zurück, weil wir die Fahne auf dem Schlossturm gesehen haben. Der König hat doch gerade erst bei Boulogne gesiegt. Wie kann er denn dann schon wieder zurück sein? Ihr dürft das Boot haben, aber ihr müsst mich mitnehmen. Ich kann es allein nicht rudern und ich war schon lange nicht mehr auf dem See. Hast du denn niemanden, der es für dich rudert? Nein, ich habe niemanden. Ich bin ganz allein. Aber ich muss oft weinen, seit man die Königin Katharina geköpft hat. Aha. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Elisabeth. Ich heiße Mark und das ist mein Freund Ron. Komm, wir machen eine Bootsfahrt. Ja, oder nicht gern, wenn du Lust dazu hast. Oh, gerne, sehr gerne. Schön ist das. Ich war schon lange nicht mehr hier draußen. Ihr dürft mich Bess nennen. Gerne, Bess. Warum bist du denn so allein? Hast du keine Geschwister? Doch, meine Schwester Maria. Sie ist älter als ich. Und ich mag sie nicht besonders. Sie lebt übrigens auch gar nicht hier. Meinen kleinen Bruder Edward dagegen liebe ich sehr. Aber man hat ihn fortgeholt. Er lebt jetzt am Hofe der Königin Katharina. Am Hof der Königin Katharina? Du sagtest doch vorhin, dass man sie geköpft hat. Das war Tante Katrin, die fünfte Frau des Königs. Die sechste Frau, die er vor einem Jahr geheiratet hat, heißt auch Katharina. Ist sie die Mutter deines kleinen Bruders? Nein, seine Mutter war Jane Seymour. Sie ist gestorben. Und Maria, deine Schwester? Ist die Tochter der ersten Frau meines Vaters. Auch sie hieß Katharina. Willst du damit sagen, dass du die Tochter des Königs bist? Ja, ich bin die Tochter Heinrichs des Achten. Und wir dürfen dich trotzdem einfach Bess nennen? Ja, ich bin froh, dass ihr hier seid und ich Gesellschaft habe. Dann war dein Vater also mit drei Katharinen verheiratet? Da kommt man ja ganz durcheinander. Wer war denn deine Mutter?
Anna Boleyn. Aber sie ist auch tot. Mein Vater ließ sie ebenfalls köpfen. Oh, jetzt verstehe ich, warum du so traurig bist. Du sehnst dich nach deiner Mutter, die du auf so schreckliche Weise verloren hast. Nein, so ist es eigentlich nicht. Es ist nicht meine Mutter, die ich vermisse. Ich habe sie ja kaum gekannt. Tante Katrin fehlt mir. Sie war so fröhlich und so zärtlich. Du musst deinen Vater sehr hassen, weil er dir so viel Böses zugefügt hat. Oh nein, ich hasse ihn trotz allem nicht. Ich bewundere ihn, denn er ist ein großer König. Ich wäre so gerne bei meinem Vater, aber man lässt mich nicht zu ihm. Nach dem Tode meiner Mutter wurde ich verstoßen. Man hat mir nur wenig Dienerschaft gelassen und die behandelt mich schlecht und von oben herab. Am schlimmsten ist die Kammerfrau. Oh, ich muss zurück. Meine Kammerfrau wird böse sein, dass ich das Schloss verlassen und mit Fremden gesprochen habe. Gut, drehen wir um. Aber du bist doch nicht nur die Tochter Anna Boleyns, die immer auch Königin war. Du bist eine Tudor. Du bist die Tochter Heinrichs des Achten. Warum lässt du dir gefallen, dass man dich schlecht behandelt? Richtig. Du bist doch eine königliche Prinzessin. Was nützt mir das, wenn ich bis an mein Lebensende hier als Verbannte leben muss? Nur von einer lieblosen Dienerschaft umgeben. Ohne Freunde und ohne Schutz. Was meinst du, Ron? Ob wir ihr sagen dürfen, dass sie später einmal Englands größte Königin wird? Damit greifen wir doch eigentlich nicht in die Geschichte ein. Ja, du hast recht. Sie wird Königin, ob wir ihr das jetzt sagen oder nicht. Aber wir können ihr damit Mut machen. Ja, das können wir. Dann wird sie die Zeit bis dahin besser durchstehen. Bitte legt an, ich muss mich beeilen. Ich war schon viel zu lange fort. Meine Kammerfrau wird mich schelten. Wir begleiten dich noch ein Stück, Bess. Bess, du wirst uns vielleicht nicht glauben. Aber was wir dir jetzt sagen, das ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was meint ihr damit? Du wirst einmal Englands größte Königin sein. Das wissen wir ganz genau. Das ist unmöglich. Woher wollt ihr das wissen? Nun ja, wir können ein wenig in die Zukunft sehen. Du musst uns glauben. Man wird ein ganzes Zeitalter nach dir benennen. Bess! Wo steckst du? Das ist sie! Das ist meine böse Kammerfrau! Lass dir nichts gefallen, Bess. Denk immer daran. Du wirst Königin von England. Ja, denk daran. Du bist die Tochter des Königs. Zeig dir, wer du bist. Hey, Bess! Zum Teufel, wo warst du? Kammerfrau, habt ihr vergessen, dass ihr euch mir, wie jedem Mitglied des Königshauses, in einer Verbeugung zu nähern habt, um darin zu verharren, bis ich euch das Wort erteile? Bess, was soll das? Ich werde da... Lady Elizabeth! Na schön, Lady Elizabeth. Ich werde eurem Vater... Ihr meint seine Majestät den König. Gut so, Bess, du bist prima. Die Kammerfrau machte stumm einen tiefen Hofknicks, während Elisabeth, gefolgt von den beiden Jungen, hoch erhobenen Hauptes an ihr vorbeischritt. Wollt ihr mit mir ins Schloss kommen? Das geht leider nicht. Wir müssen weiter. Schade. Wenn ich groß bin, werde ich euch zwei zum Ritter schlagen. Nehmt diese Haarschleife von mir. Ihr könnt sie mir als Erkennungszeichen bringen, wenn ich Königin bin. Lebt wohl! Lebt wohl, Bess! Auf Wiedersehen! Schnell liefen die Jungen zu dem großen Baum am See zurück, da wo sie ihre Zeitmaschine geparkt hatten. Dieses Wunderwerk einer fernen Zukunft, mit dem man sich durch Raum und Zeit bewegen konnte. Es ist mir eigentlich lieber so. Was ist dir lieber so? Dass wir nicht Heinrich den Achten, sondern seine Tochter getroffen haben. Mir geht's genauso. Hast du gesehen, wie viel Würde sie auf einmal ausstrahlte? Ja, man sah ihr an, dass sie einmal eine große Königin sein wird. Wir sollten sie später einmal besuchen. Ob sie sich da noch an uns erinnert? Willst du damit sagen, dass du beabsichtigst, wiederzukommen, um mich nochmal auf eine Zeitreise mitzunehmen? Natürlich. Du hast mir doch aus Apache geholfen. Ganz sicher fliegen wir mal wieder irgendwo zusammen hin. Aber jetzt müssen wir zurück. Und zwar zunächst zu dir nach Hause. Ja, wir haben reichlich viel erlebt. Glaubst du, dass wir jetzt wieder in die Zukunft fliegen können? Ja, klar. Gib mir mal das Fieberthermometer rüber. Hier. Danke. Und jetzt mache ich den Deckel vom Schaltkasten auf. Oh, verflucht. Was hast du denn? Was ist los? Es sind zwei da. Zwei? Zwei was? Zwei Röhrchen nebeneinander. Und beide sehen gleich aus. Ich hatte keine Ahnung, dass zwei da sind. Willst du damit sagen, dass du nicht weißt, in welches Röhrchen du das Quecksilber füllen musst? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe dir doch erzählt, dass mein Vater mal dieselbe Panne hatte. Ich sah, wie er diesen Behälter hier öffnete. Ich erinnere mich noch genau, wie er sagte, ich habe Quecksilber in das Röhrchen gefüllt. Nun ist alles wieder in Ordnung. Also dachte ich natürlich, dass nur eins da ist. Hab nicht gefragt, in welches. Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir zurück? Wir können keine Experimente machen. Das Quecksilber reicht nur für ein Röhrchen. Er sagt uns, welches das Richtige und welches das Falsche ist. Eins ist sicher.
Wenn wir das falsche Röhrchen erwischen, dann ist alles aus. Dann müssen wir für immer in der Vergangenheit bleiben. Wen könnten wir fragen? Oh, Mark, es tut mir so leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ich hätte mich erst vergewissern müssen, ob die Maschine auch wirklich in die Zukunft fliegt. Du, Ron, lass dir keine grauen Haare wachsen, dass du mich mitgenommen hast. Zu zweit ist es leichter, weiterzukommen als allein. Wir werden schon eine Lösung finden. Wer könnte uns helfen? Es müsste ein sehr kluger Mann sein. Wo treffen wir jetzt einen sehr klugen Mann? Vielleicht Newton, Leibniz, Darwin? Na, leider nicht. Die treffen wir nicht mehr. Die liegen für uns jetzt schon in der Zukunft. Wir müssen weiter zurück in die Vergangenheit. Vielleicht Archimedes? Natürlich, Archimedes. Was für ein Glück, dass du darauf gekommen bist. Archimedes war der berühmteste Physiker des Altertums. Der muss uns doch sagen können, welches Röhrchen das Quecksilber gehört. Das Dumme ist nur, ich weiß nicht, wann und wo er genau gelebt hat. Ich habe leider auch keine Ahnung. War er nicht ein Zeitgenosse von Sokrates? Ich weiß leider auch nicht genau, wann Sokrates gelebt hat. Aber ich weiß, wann er gestorben ist. Er starb im Jahre 339 vor Christi in Athen, weil er einen Giftbecher getrunken hatte. Weißt du das genau? Ganz genau. Also dann, auf nach Athen! Ron landete seine Zeitmaschine neben der Akropolis. Nicht weit davon entfernt lag das Amphitheater des Dionysos und noch etwas weiter entfernt waren einige Arbeiter damit beschäftigt, die mykenische Mauer auszubessern. Oh, diese Hitze. Ob wir mal fragen, wo wir Sokrates finden? Natürlich werden wir fragen, wo wir Sokrates finden. Aber sag mir, sehe ich genauso dämlich aus wie du? Ich dämlich? Wieso? Wie du da stehst in deinem kurzen Hemd? Mit den komischen Sandalen? Genau so siehst du auch aus. Wir sind halt mit der Mode gegangen. Sieh mal den Töpfer, der dort im Schatten der hohen Platane sitzt. Den werden wir nach Sokrates fragen. Komm mit. Verzeih die Störung. Kennst du Sokrates und weißt du, wo er sich aufhält? Sokrates? Welchen Sokrates? Bei den Göttern, es gibt viele hier, die so heißen. Wir meinen Sokrates, den berühmten Philosophen. Ach, den Sokrates meint ihr? Nun ja, der hat schon genug Schüler, der wird euch sicher nicht mehr nehmen. Wir wollen ihn nur etwas fragen. Fragt ihn nur. Hoffentlich versteht ihr auch seine Antwort. Er unterhält sich oft mit uns, aber verstanden haben wir ihn noch nie. Übrigens, dort drüben, wenn er durch die Pforte jenes Hauses geht, werdet ihr ihn im Innenhof finden. Um diese Zeit ruht er sich meistens aus. Hab Dank. Komm, Mark, hier geht's lang. Sieh nur, da sitzt tatsächlich ein alter Mann unter dem Weintraubenspalier. Es sieht aus, als ob er schläft. Ob wir ihn wecken können? Ich trau mich nicht. Komm, wir verbergen uns hier hinter der kleinen Säule, bis er von selbst aufwacht. Nun tretet näher. Ich habe euch schon gesehen. Ich habe nur einen leichten Schlaf. Was wollt ihr von mir? Verzeih, Sokrates, dass wir dich gestört haben. Aber kannst du uns sagen, wo wir Archimedes finden, den berühmten Physiker des Altertums? Wir brauchen seinen Rat. Beim Zeus, ich habe noch nie von dem gehört. Wenn er wirklich so berühmt ist, dann müsste ich doch wenigstens seinen Namen kennen. Mark, um Gottes Willen, du musst dich geirrt haben. Archimedes ist anscheinend gar kein Zeitgenosse von Sokrates. Was sollen wir jetzt bloß machen? Ich muss ihn verwechselt haben mit jemandem, dessen Name auch mit A anfängt. Nun ist alles aus. Jetzt kommen wir nicht mehr in die Zukunft zurück. Wollt ihr mir nicht erklären, um was es eigentlich geht? Vielleicht kann ich euch helfen. Es ist so schwer zu erklären. Du wirst es nicht begreifen. Nun, ich bin dafür bekannt, dass ich meinen Kopf zu gebrauchen weiß. Fang an zu erzählen. Dann werden wir sehen, ob ich imstande bin, es zu begreifen. Also gut. Jetzt ist es sowieso schon alles egal. Wir sind aus der Zukunft gekommen und können nicht mehr zurück. So. Ihr seid also aus der Zukunft gekommen. Und könnt nicht mehr zurück. Mit einer Zeitmaschine? Was? Ich möchte wissen, ob ihr mit einer Zeitmaschine gekommen seid. Woher weißt du, dass es Zeitmaschinen gibt? Es war vor einiger Zeit, als mich ein Fremder aufsuchte. Ich war allein. Wir kamen ins Gespräch. Als ich ihn fragte, warum ihn sein Weg zu mir geführt habe, gestand er mir schließlich, dass er aus der Zukunft mit einer Zeitmaschine gekommen sei. Meine Existenz sei umstritten, sagte er, weil ich nichts Schriftliches hinterlassen habe. Das ist übrigens richtig. Der Fremde war aus ferner Zukunft gekommen, um sich zu vergewissern, ob ich wirklich gelebt habe oder nicht. Wir schieden als Freunde.
Natürlich habe ich niemandem von dieser Begegnung erzählt, weil mir niemand geglaubt hätte. Es ist manchmal besser, ein Geheimnis für sich zu behalten. Mir würde zu Hause auch niemand glauben. Die Zeitmaschine gehört meinem Freund Ron. Ich lebe 320 Jahre früher als er. Auch zu meiner Zeit gibt es noch keine Zeitmaschinen. Und man würde mich bestimmt auslachen, wenn ich davon erzählte. Mein Name ist übrigens Mark. Ich glaube euch, dass ihr mit einer Zeitmaschine gekommen seid. Meine Menschenkenntnis sagt mir, dass ihr nicht gelogen habt, als ihr mit so viel Überzeugungskraft nach jenem Archimedes fragtet. Wie sollte der euch helfen können? Weil er ein großer Physiker ist. War. Sein will. Er hätte uns raten können, welches Röhrchen wir das Quecksilber füllen müssen. Nun ja, wenn ich auch kein Physiker bin, so möchte ich euch doch gerne helfen. Fast jedes Problem lässt sich lösen, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt. Also gut. Mein Vater, der die Zeitmaschine erfunden hat, war einmal in derselben Situation wie wir jetzt. Ich war damals dabei und daher weiß ich, dass er einen Behälter öffnete und in ein Röhrchen Quecksilber füllte. Hast du das genau gesehen? Nein, ich sah nur, wie er den Behälter öffnete. Den habe ich mir gemerkt. Aha, du hast also nicht gesehen, wo dein Vater das Quecksilber einfüllte. Nein, aber er sagte, ich habe das Quecksilber in das Röhrchen gefüllt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann, der etwas so Vollkommenes wie diese Zeitmaschine erfunden hat, sich ungenau ausdrücken würde. Wenn er gesagt hat, ich habe das Quecksilber in das Röhrchen gefüllt, dann vermute ich, dass es auch nur ein Röhrchen gibt. Na, wir haben aber zwei gesehen. Stimmt's, Mark? Ja, es waren zwei. Hast du dir schon überlegt, dass es sich um ein Röhrchen mit zwei Öffnungen handeln könnte? Um ein gebogenes Röhrchen, dessen beide Öffnungen nach oben zeigen? Nein. Habt ihr diese Möglichkeit schon einmal bedacht? Nein, aber es könnte wirklich so gewesen sein. Man ist oft geneigt, an einer Nebensächlichkeit hängen zu bleiben und das Wesentliche zu übersehen. Was meinst du damit? Das Wesentliche kannst du mir jetzt beantworten. Ist in deinen Geschichtsbüchern ein Fall bekannt geworden, dass zur Zeit des Sokrates ein Flugkörper mit zwei Jungen landete, die aus der Zukunft kamen und nicht mehr zurück konnten? Nein, so ein Fall ist mir nicht bekannt geworden. Aber dieses Ereignis wäre sicher bekannt geworden, wenn es stattgefunden hätte. Ich bin überzeugt, dass ihr das Quecksilber einfüllen könnt. In welche Öffnung auch immer. Es wird in jedem Falle richtig sein. Ich wünsche euch eine glückliche Heimkehr. Nun ja, Sokrates der Weise hat natürlich recht gehabt. Und damit ist unsere Geschichte jetzt eigentlich zu Ende. Ron hat das Thermometer zerbrochen und die winzigen Quecksilberkügelchen in eine der Öffnungen des U-förmig gebogenen Röhrchens gefüllt. Was hatte Sokrates gesagt? Fast jedes Problem lässt sich lösen, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt. Nun funktionierte die Zeitmaschine wieder auf ihrem Rückflug in die Zukunft. Bleibt noch zu erwähnen, dass Mark ganz leise vor seinem Schlafzimmerfenster abgesetzt wurde, dass sich die beiden Jungen geschworen haben, Freunde zu bleiben und dass Ron versprochen hat, irgendwann einmal wiederzukommen, um eine weitere Zeitreise mit Mark zu machen. Übrigens, als Mark am nächsten Morgen erwachte, stürzte er sich sofort auf ein Lexikon und schlug nach, wann Archimedes gelebt hatte. Na, was glaubt ihr, wann der gelebt hat? 280 bis 212 vor Christi Geburt. Also genau 100 Jahre nach Sokrates. Plötzlich kam Mark alles wie ein Traum vor. Vielleicht war alles wirklich nur ein Traum gewesen, was in dieser Vollmondnacht geschehen war. Die Geburtstagstorte, schoss es Mark durch den Kopf. Wenn alles nur ein Traum gewesen war, dann musste sich die Schokoladentorte noch im Eisschrank befinden. Er rannte in die Küche und riss die Tür zum Eisschrank auf. Der Platz, an dem die Torte gestanden hatte, war leer. Mark starrte in den Eisschrank, bis er bemerkte, dass ihm jemand von hinten auf die Schulter klopfte. Es war seine Schwester Judy. Es war zwar deine Geburtstagstorte, Bruderherz, aber ich hatte wirklich gehofft, du würdest mir wenigstens ein Stück davon übrig lassen. Steig ein, start frei, wir sausen durch die Zeit. Komm mit, bye bye, in die Vergangenheit.
Was längst vergessen ist, das kannst du jetzt mit eigenen Augen sehen. Denn auch vor vielen hundert Jahren war die Welt schon wunderschön. Schnall dich an, starr frei, wir sausen durch die Zeit. Die Post geht ab in die Vergangenheit. Auf los, geht's los in die Vergangenheit. Auf los, geht's los in die Vergangenheit.